Es gibt einige Dinge, die du für mich erledigen musst. Dinge, die du nicht verstehen wirst und die du nicht verstehen willst. Aber bitte, begeh nicht denselben Fehler wie einst ich. Mein Vater Howard verließ mich, bevor ich geboren wurde. Als meine Mutter starb und ich kurz nach ihrer Beerdigung einen Brief erhielt, schien mein Schicksal besiegelt. Blind tat ich das, was zu tun ich als richtig glaubte. Aber dies alles war ein Trugschluss. Des Menschen Natur besiegelte meinen Untergang. Mein Name ist Philipp. Wenn wir Glück haben, dann bin ich bereits tot, während du diesen Brief liest. Doch wenn das Schicksal zuschlägt, dann gehen wir alle zugrunde. Penumbra. Ja, und damit herzlich willkommen zu Let's Play Penumbra. Overture heißt das Spiel, jetzt hier im Deutschen heißt es Halbschatten, im Halbschatten, wieso auch immer. Denn Overture heißt auf Deutsch ja Overtüre und Overtüre heißt so viel wie der Anfang. Also es ist sowas quasi wie der Anfang von etwas oder das Vorspiel von etwas. Und da Penumbra hier der erste Teil von drei Teilen ist, ja, es gibt drei Teile von diesem hoffentlich guten Spiel, deshalb glaube ich auch, dass Overture lieber Anfang statt im Halbschatten heißt. Ich weiß gar nicht, wie die auf im Halbschatten kommen, ist halt wieder die deutsche Übersetzung, die ist immer falsch in Spielen, meistens zumindest. Gut, ich habe keine Ahnung von der Story, das Spiel ist ebenfalls von Frictional Games wie Amnesia, deshalb hoffe ich mal echt, dass es gut wird und glaube es auch. Ja, Penumbra, ich werde natürlich alle drei Teile jetzt playen, die habe ich mir jetzt geholt, die Trilogie. Und die Spiele sind relativ alt, also nicht wundern. Wir starten auf jeden Fall ein neues Spiel. Ich habe natürlich keine Ahnung von der Story. Für Anfänger, empfohlen für die meisten, ein paar Profis. Ja gut, dann machen wir empfohlen für die meisten. Eigentlich sind wir ja schon Profi, ne? Wir haben ja am nächsten schon so oft gespielt, aber egal, wir machen trotzdem normal. Meine Geschichte begann im Februar 2000. Super. Soweit es mich betrifft, werde ich nicht dieselben Fehler machen, die mein Vater gemacht hat. Howard hat meine Mutter lange Zeit vor meiner Geburt verlassen. Als ich also seinen Brief kurz nach Mutters Beerdigung erhielt, war es das erste Mal überhaupt, dass ich von ihm hörte. Er ist tot und Briefe aus dem Jenseits zu schreiben scheint wohl eine vererbte Gewohnheit in unserer Familie zu sein. Der Brief beinhaltete einen Schlüssel, einige Anweisungen und die Bitte um Vergebung. Er blickte dem Tod wohl schon seit längerer Zeit ins Auge und erwartete jeden Tag, dass er kommen und ihn holen würde. Ohne weitere Erklärungen wies der Brief auf eine Bank in Mayfair hin, von der ich noch nie etwas gehört hatte. In der Bank war ein Schließfach angemietet, eingetragen auf den Namen meines Vaters und meinen. Er wusste natürlich, dass ich mich sofort auf den Weg machen würde. Ich fand heraus, dass auch wenn er vor über 30 Jahren für tot erklärt wurde, der Inhalt der Box, ein altes Buch sowie eine Handvoll Notizen, seit seinem Tod rein rechtlich gesehen mir gehört. Die Anweisungen meines Vaters waren klar verständlich. Ich sollte die Dokumente verbrennen und keine weiteren Fragen stellen. Aber genau das war sein Fehler. Denn natürlich war ich neugierig und wollte wissen, was das Ganze zu bedeuten hatte. Die Universität, an der ich lehrte, war für zwei Sachen bekannt. Physik und Linguistik. Ich war mir der Physik zugewandt, aber aus sprachlicher Sicht war ich über meinen Fund mehr als verblüfft. Das Buch konnte ich nicht entziffern. Aber die Notizen wiesen auf einen unbewohnten Ort irgendwo im Norden Grönlands hin. Es hat mich fast ein ganzes Jahr gekostet, meinen allerletzten Flug zu buchen. Als ich von Heathrow abflog, wurde mir erst richtig bewusst, dass mein Vater vor drei Jahrzehnten verschwand. Fast auf den Tag genau, an dem ich mich nun auf seine Spuren begebe und alles Bekannte hinter mir lasse. Wir landeten auf einer nicht sehr breiten Eisfläche und ich quartierte mich auf einem gecharterten Boot ein. Eine 12-stündige Reise zurück in meine Vergangenheit sollte nun beginnen. Okay, klingt doch schon ganz gut soweit, die Story. Also finde ich schon mal sehr interessant. Endlich, wir haben fast angelegt. Ich packe besser ein paar Sachen zusammen. Nützliche Dinge kann ich mit Maus links aufnehmen. Und mit genauer Betrachten Maus rechts. Ja. Okay, was ist nützlich? Ist dir Whisky nützlich? Können wir das können wir gar nicht nehmen. Also gleich haben wir eine Karte. Ich bin mir sicher, dass diese Karte bereits seit einem Jahrzehnt veraltet ist, aber die Landschaft verändert sich nicht allzu schnell. In solchen entlegten Orten wie Grönland. Deshalb werde ich mich schön hier zurechtfinden.
Aha. Schön. Was ist das hier? Ein Buch? Sehr nützlich, so ein Notizbuch. N. In das man wichtige Informationen und Erinnerungen schreiben kann. P. Also drücken wir mal N. Haben wir hier unser Notizbuch. Ähnelt echt Amnesia. Und wenn wir P drücken, dann kommt sofort gar nichts. Also wir haben ja noch nichts. Das sind dann die persönlichen Einträge und die Notizen. Okay. Check it out. Ich glaube, ich habe meine Taschenlampe in die Schublade neben dem Bett gelegt. Diese kann ich öffnen, indem ich Maus links benutze, die Maustaste gedrückt halte und die Maus dabei bewege. Ja, das ist typisch für Frictional Games. Ist das wichtig, eine Dose? Komm, die machen wir hier, die stellen wir hier so schön, machen wir eine kleine Pyramide. Ja, das ist übrigens eine super Pyramide, die ich hier vorhabe zu bauen. Das ist es auch nicht immer, klappt auch nicht immer. Die Mannschaft scheint mir zwar freundlich zu sein, nichtsdestotrotz, schreibt man das zusammen? Nichtsdestotrotz? Habe ich meine Wertsachen weggeschlossen. Ich bin mir ziemlich sicher, den Schlüssel in meinem Inventar zu haben. Sobald ich ihn dort gefunden habe, in deinem Inventar finden, wird ihn ein Doppelklick mit der linken Maustaste auswählen und ich kann mit ihm das Vorhängeschloss aufschließen. Scheiße, ich wollte hier nicht die Dose runterwerfen. Kommt sich dann mal schön wieder ganz, ganz brav hier oben rauf. Wir sind hier ein netter Mann. Oh, oh cool, das... Ach, das ist, finde ich ja genial. Okay, alles klar, hier ist eine Tasche, ne? Ne, das ist ein Schlafsack. Okay. Dies ist ein klappiger hölzerner Tisch. Ich kann diese Schublade öffnen, indem ich die Interaktionstaste drücke. Okay. Okay, ja. Wird noch sehr viel erklärt. Und da haben wir unsere Taschenlampe, die wir hoffentlich niemals brauchen werden. Die Taschenlampe kann über das Inventar tab. Nun, wo ist dieser Leuchtstab? Er müsste eigentlich noch im Spind sein. Der Schlüssel dafür befindet sich in meinem Inventar. Okay. Ach du Scheiße. Also wie gesagt, das Spiel ist ein bisschen älter. Schlüssel für Vorhängeschloss. Hier haben wir unser Notizbuch und hier ist unsere Taschenlampe, die wir mit F anmachen können. Wunderschön. Das gefällt mir sehr, das Spiel bis jetzt. Also, ernsthaft. Ziemlich muffig. Zum Glück komme ich hier bald raus. In diesem kleinen Raum habe ich gegessen, geschlafen und nun alles Mögliche gemacht. Und zwar wochenlang. Aha, hier haben wir noch eine Truhe, in der ein Briefchen ist. Mein liebster Eric, ich schreibe dir diese Zeilen, bevor du wieder die Segel setzt und mich erneut alleine lässt. In der Kiste am Fußende deines Bettes liegt etwas, das dich an mich erinnern soll. Ich verstehe immer noch nicht, weshalb ihr auf dem Schiff nur ein Bett habt und abwechselnd in Schichten schlafen müsst. So werdet ihr auf lange Sicht keine Erholung finden. Aber was weiß die Frau eines Fischers schon vom rauen Leben auf See? Ich werde jede Nacht ein Gebet für dich sprechen und hoffen, dass du bald genug gefangen hast, um wieder zu mir zurückzukehren. Ihr bleibt nicht wieder 5 Wochen weg wie das letzte Mal. Ich weiß, ich kann eine Nervensäge sein, aber ich liebe dich. Deine Latzhosen habe ich für dich gewaschen, auch wenn das keinen Sinn zu machen scheint. Aber du wirst die sicher schon bald alle mit öligen Fischinnereien beschmutzt haben. Ach ja, bevor ich es vergesse, die Henriksons aus dem Dorf wollten wissen, ob du ihnen ein paar Forellen mitbringen könntest. Ich sagte ihnen, dass momentan keine Saison für Forellen ist. Falls du doch welche fangen solltest, behalte sie und leg sie auf Eis. Ich werde sie nach deiner Ankunft lecker zubereiten, um deine Rückkehrgebühren zu feiern. Der Kapitän braucht dann und wann eine kleine Sonderbehandlung, um bei Laune gehalten zu werden, nicht wahr? Pass auf dich auf, mein Schatz. Hast du einen Brief unserer Frau? Ja. Aha. Okay. Nee, Quatsch, das ist aber nicht für uns, weil wir heißen ja nicht Eric, wir heißen ja Philipp, hieß es ja am Anfang. Wieso rollt das die ganze Zeit hin und... Ach, wir sind ja auf einem Schiff. Das ist so typisch, dass es hin und her rollt. So, hier haben wir einen Schlüssel. Und den benutzen wir hier. Genau, dann machen wir das hier auf. Und hier ist ein Leuchtstab. Das könnte nützlich sein, falls die Batterien der Taschenlampe zu nahe gehen. Ach, finde ich gut. Ich kann über mein Inventar darauf zugreifen oder G drücken. Ah, das ist also quasi... Ah, einige Zusatzbatterien, mit denen ich meine Taschenlampe füttern kann. Aha. Witzig, er sagt füttern, aber eine Taschenlampe kann nichts essen. Egal. Also mit G, Leuchtstock, und der ist wohl heller als die Taschenlampe? Also jetzt im Vergleich eigentlich ja nicht. Wahrscheinlich leuchtet die Taschenlampe weiter nach vorne und der nur um einen herum und das ist schlimm. Okay, alles klar, los. Wir gehen mal weiter, können wir hier rein? Noch während ich vom... Alter, muss man hier viel lesen, ich kriege keine Luft. Noch während ich vom Boot stieg, um mir meinen Weg durch den... schneidenden Schneesturm zu bannen, wurde mir bewusst, dass mein bisheriges Leben einzig und allein vom Wunsch erfüllt war, mehr über meines Vaters Vergangenheit in Erfahrung zu bringen. Noch hatte ich keine Ahnung, was mich in Grönland erwarten würde, doch bald schon würden mich all meine Bedenken als gerechtfertigt erweisen. Rückblickend kann ich nicht mehr genau sagen, ob ich als erstes die Orientierung oder den Mut verloren.
An die Eiseskälte und die Ängste vorm Erfrieren kann ich mich jedoch noch sehr gut erinnern. Ich musste irgendwo Schutz suchen, und zwar schnell. Also quasi erleben wir das nach, was er erlebt hat. Also ja, ach du Scheiße. Es ist so kalt und ich weiß nicht, wo ich mich befinde. Ich brauche eine sichere Zuflucht. Kommst du nicht gerade aus einem... Was? Alter, du kommst doch gerade aus einem scheiß Boot. Alter, das ist doch ein Witz jetzt hier. Ach, das ist wieder so ein Psycho-Scheiß. Wahrscheinlich haben wir da irgendeinen Albtraum oder so. Haben wir das Schloss mitgenommen? Aber noch funktioniert. Okay, wir müssen hier weg. What the fuck? Hallo? Irgendwas ist hier faul. Das rieche ich bis hierher. Oh, guck mal. Nein, hat er was geschrieben? Ich kann dort nicht rein, das Eis ist zu dick. Achso. Okay. Kann ich den... Okay, das ist zu... Alter. Okay. Tiefgefroren, ich muss das Eis zerbrechen. Ja, mit was, lieber Philipp? Was schreit hier so? Okay, wir haben weder Waffen noch irgendein Werkzeug. Ah, ein Stein. Oder ehrlich, mit dem Stein? Alter, dann bin ich... Die Maus-Sensitivität ist ein bisschen low. Nee, wir usen jetzt ein paar Anglizismen, ne? Okay. Anglizismen sind übrigens Wörter aus anderen Sprachen. Oder nur aus dem Englischen? Das weiß ich gar nicht. So, ob das funktioniert? Natürlich, ich bin der absolute Wahnsinn. Natürlich muss es funktionieren. So, das geht, dauert ja mal megamäßig lange. Was? Okay, aber die Maus-Sensitivität kann man nicht hochstellen. Das finde ich eben der Quatsch. Alles klar. Okay. Mein Hund bellt gerade unten. Ich hoffe, das hört man nicht. Und schon mag ich das Spiel nicht mehr. Achso, boah. Fuck. Okay. Ich dachte schon, wir sehen jetzt wieder irgendwas Gruseliges. So ist das. Ach du Kacke, wo zur Hölle bin ich? Soll ich doch mal... Ja, guck, hier sehen wir den Unterschied. Leere Munitionskisten. Was ist das nur für ein Ohr? Der, ja, gute Frage hier. Ein schweres hölzernes Fass. Da könnte alles Mögliche drin sein. Okay, das sagt er dasselbe. Alles klar, dann lassen wir doch mal die Taschenlampe lieber, solange wir sie haben. Eine Flare, oder? Leuchtsignal, ja. Ein Leuchtsignal, das wird mir im Dunkeln etwas Licht spenden. Ja gut, das Problem ist, ich habe noch gut Licht. Eine normale Holztür. Oh. Oh. Ein Provianzpaket? Hat das Verfallsdatum vor langer Zeit überschritten. Alter. Ja, wieder leere Munitionskisten. Hier haben wir... Oh, ein Hammer. Mal schauen, ich kann diesen Hammer schwingen, indem ich Maus links gedrückt halte. Ich kann ausholen, indem ich die Maus nach rechts und sogleich wieder nach links bewege. Das ist ja geil. Natürlich funktioniert das auch umgekehrt. Bewege ich die Maus nach hinten und schnell wieder nach vorne, führe ich einen Stoß aus. Wie hammergeil ist das denn bitte? Ich schätze, wenn ich Maus rechts gedrückt halte, kann ich mich umschauen, während ich eine Waffe in der Hand halte. Also warte. Muss ich probieren. Ach so. Aber das ist geil. Das ist echt, ey, das finde ich mal richtig cool. Ich mache jetzt, pass auf, ich zeige euch das mal. Ne, kann ich ja nicht. Wenn ich jetzt Maus drücke, ich gehe jetzt mit meiner Maus nach oben und jetzt nach unten. Finde ich geil, wenn ich jetzt erst nach unten gehe, halt, erst nach unten und dann nach vorne. Also, Leute, Respekt, habt ihr echt gut gemacht. Und ich muss sagen, es wundert mich auch, dass es Waffen gibt bei Penumbra. Ich muss sagen, ich habe den dritten Teil schon mal ganz, 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 ganz kurz gespielt, so 5 Minuten. Und da dachte ich zuerst, es gibt keine Waffen. Okay, ja, ich bin ja auch schlau, wenn ich das in den ersten 5 Minuten feststellen möchte. Ein Leuchtsignal, ja, dann willst du das vielleicht aufnehmen? Oder können wir das gar nicht aufnehmen? Wieso können wir das nicht aufnehmen? Können wir das nicht aufnehmen, wenn wir eine Waffe... Ach, das so. Finde ich schon wieder scheiße. Ja, ich bin mir nicht zufrieden. Wieso haben wir jetzt eine Waffe bekommen? Ich behalte die mal in der Hand. Ein Holztür, hoffentlich ist sie nicht verschlossen. Ja toll, dann müssen wir das immer ablegen. Können wir das irgendwie weh? Nee. Können wir da irgendwie Schnellauswahl machen mit der Waffe? Das war bestimmt da gestanden, ich habe nicht aufgepasst. H, T, Z. Ich drücke jetzt nicht alles. Geht wohl nicht. Ich befinde mich in einer unterirdischen Anlage, aber die einzige Tür, die aus dem Raum hinausführt, ist verschlossen. Ich muss einen anderen Weg finden. Müssen wir die echt einschlagen? Nicht, warte, ich gehe mal hier hin.
Doch, oder? Alter, wenn das klappt. Komm, das kriegen wir hin so, oder? Vielleicht mal so. Oh, das sieht schon gut aus. Oder? Oder nicht? Oder doch? Oder was? Nee, dann doch nicht. Schade.